Und danach ist Seltsames passiert in China und es ist vielleicht noch ein bisschen schwer, die Tragweite dieses Geschehens einzuschätzen, denn China hat heute schockierende Zahlen zu Neuinfektionen und Toten infolge des Coronavirus gemeldet. Nicht China eigentlich, sondern nur die Provinz Hubei, wo die Stadt Wuhan liegt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Was ist da los? Das ist die große Frage. Schauen wir uns zunächst mal das an, was die Provinz Hubei hier gemeldet hatte, wo man gleich auch nochmal die Regionalverwaltung, die Provinzverwaltung abgesägt hat, ersetzt hat. Auch das etwas merkwürdig, da wird plötzlich jetzt die Führung ausgewechselt. Das sind die Zahl der Neuinfizierten, plötzlich fast 15.000. Davor waren wir ja immer so zwischen 2.000 und 4.000. Was ist da los? Neue diagnostische Methoden heißt es. Wahrscheinlich hat man sehr, sehr viele Fälle zuvor als Lungenentzündung deklariert, wenn daran jemand gestorben ist. Pneumonia, wie es im Englischen heißt, das dürfte allerdings jetzt revidiert worden sein. Und schauen wir uns auch mal die Anzahl der Verstorbenen an. Auch hier fast 250, auch hier sozusagen parabolischer Anstieg der Kurve. Was ist da los? Warum passiert das gerade jetzt? Das ist die Frage. Und da hat mich heute wieder eine Mail erreicht mit jemandem, mit dem ich in E-Mail-Kontakt stehe, mit sehr, sehr guten Informationen und Links für mich. Der sagte, nachdem die Kommunistische Partei in den letzten Tagen immer nur 2.000 bis 4.000 Neuerkrankungen gemeldet hat, plötzlich dieser Sprung. Die Zahlen haben nichts mit der Realität zu tun. Es sind politische Zahlen, so ein bisschen wie das BIP auch in China. Was ist los in Peking? Warum reportet man jetzt diesen drastischen Anstieg? Gerät die Situation außer Kontrolle? Hat man Sorge, dass internationale Organisationen wie die WHO, die jetzt vor Ort sind, zu einer anderen Einschätzung finden und sagen, Leute, was ihr da gemeldet habt, das ist doch bisher einfach totaler Quatsch, total nach unten manipuliert. Gibt es vielleicht sogar einen Machtkampf in der Kommunistischen Partei mit Xi Jinping, der vielleicht angeschlagen ist? Ich bin gespannt, ob die Märkte dieses politische Signal, und es ist ein politisches Signal aus Peking, verstehen und einpreisen. Und er sagt weiter, Diamond Princess, das ist dieses Kreuzfahrtschiff, wo die Infektionszahlen auch explodieren, und der Superspreader, ein Engländer, der in Singapur war, geschäftlich dann mit Leuten, mit Freunden beim Skifahren waren und alle angesteckt hat. Also auch dieser Webasto-Fall hier in Bayern zeigt ja eigentlich, wie hochinfektiös dieses Virus ist. Das ist genau der Punkt. All das ist noch nicht wirklich geklärt, was da kommt. Und das Erstaunliche ist, dass wir doch eigentlich gestern erst Aussagen hatten, wie von Hu Xijin etwa, dass die Fälle außerhalb der Provinz Hubei ja fallen würden und es sei nun Zeit, auch dass die Amerikaner die Reiseverbindungen, die Flugverbindungen wiederherstellen würden. Jetzt diese plötzliche Drehung. Eunice Yun, die für CNBC in Peking vor Ort ist, sagte, wenn man nach Hause will, dann wird man erstmal gecheckt und zwar mehrfach. Erstmal Fieber messen, dann muss man seine ID-Card, seine Government-ID praktische vorlegen, also praktisch seine Nummer, bei der man bei der Regierung registriert ist. Dann muss man seine Wohnkarte vorzeigen, die bestätigt, dass man da auch wohnt. Und dann muss man noch seine Schlüssel vorzeigen, nur um nach Hause zu kommen. Das muss man sich mal vorstellen. All das zeigt, wie ernsthaft diese Sicherheitsmaßnahmen sind, diese Quarantänemaßnahmen sind. Und jetzt hatte zum Beispiel auch Foxconn einen Bericht der Agentur Reuters nochmal zurückgewiesen, in dem es gestern ja geheißen hatte, naja, im Februar 50% der Produktion wieder hochgefahren, im März dann 80%. Das scheint sich jetzt sozusagen nicht zu bewahrheiten und das ist ja für die westlichen Märkte dann wichtig, wegen Apple, wegen diesem Zulieferer. Wichtig auch übrigens, dass eine Firma, die jetzt wieder aufgemacht hat in Suzhou, da ist ein Mitarbeiter mit Coronavirus identifiziert worden oder bei dem wurde das Virus festgestellt. Daraufhin die 200 anderen Mitarbeiter sofort in Quarantäne. Das ist eben jetzt das Potenzial, das droht, wenn die Leute wieder zurückkehren. Dann wird plötzlich festgestellt, oh, die Infektionen steigen sprunghaft an. Es ist der Wunsch von Xi Jinping, sozusagen die Wirtschaft hier in Gang zu bringen, die eigentlich die bisherigen Maßnahmen konterkariert, diese Sicherheitsmaßnahmen, Quarantänemaßnahmen, all das macht keinen Sinn, wenn die Leute jetzt plötzlich wieder massenhaft zur Arbeit strömen. Es gibt in China übrigens, wie die Global Times berichtet, eine App inzwischen, wo man feststellen kann, ob man zuletzt in der Nähe eines Infizierten gewesen ist. Gratulation, congrats, you're not a close. Du bist nicht in der Nähe gewesen eines Infizierten. Sowas ist dann auch möglich hier im Reich der Mitte. Kommen wir zum zweiten Thema heute vielleicht.
und das ein bisschen anschließt an mein gestriges Video über Aktienmärkte und Casinos. Jerome Powell hat eigentlich all das wirklich erkannt, worum es geht. Gestern in seiner Anhörung auf die Frage hin, bist du besorgt, hat er gesagt, ja, ich bin schon besorgt, denn es wachsen die Schulden eben schneller als die Wirtschaft. Das sollte eigentlich andersrum sein. Und dann hat er auch gesagt, allerdings momentan alles super perfekt. Dann stellt man sich die Frage, warum hat die Fed dreimal die Zinsen gesenkt? Warum muss sie am Repo-Markt agieren? Warum kauft sie kurzlaufende Staatsanleihen, wenn doch alles eigentlich in Ordnung ist? Nicht so wirklich plausibel. Schauen wir uns mal an, was hier wirklich der Fall ist. Derzeit im Jahr 2020 zahlen die Amerikaner für diese Verschuldung 382 Milliarden Dollar an Zinsen. Im Jahr 2030, also in 10 Jahren, werden es schon 819 Milliarden sein. Also die Summe, die verdreifacht sich fast. Hier sehen wir diesen massiven Anstieg. Und Jerome Powell selbst hat es auch auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, ja, es ist so, dass eben dann unsere Kinder ein Problem haben, denn die müssen diese Schulden bezahlen, die können eben nicht in Dinge investieren, die für sie wichtig und gut sind, sondern die müssen dann eben diese Schulden abtragen. Das genau ist das Problem und es führt zu einer massiven Ungleichheit, die wir sehen, zum Beispiel in den USA. Hier sehen wir die Mittelklasse, mittlere Einkommen, deren Einkommen ist deutlich geschrumpft, während das obere Einkommen deutlich gestiegen ist, der Anteil am Gesamteinkommen der Bevölkerung, während die geringen Einkommen noch etwas weiter zurückgegangen sind, aber nicht dramatisch. Es sind vor allem die obersten 5%, wie diese Statistik zeigt, die seit der Finanzkrise an Verdienstzugewinnen sich erfreuen können. Der Rest hat tendenziell verloren. Das vielleicht nochmal ergänzend zu meinem Video. Ich habe gestern sehr viele aufmunternde und nette Kommentare bekommen, für die ich mich ganz herzlich bedanke. Und das hilft mir, jeden Morgen aufzustehen und jeden Abend mich vor die Kamera zu schleppen, auch in meinem biblischen Alter, um dann solche komischen Videos zu machen. Vielen Dank dafür. Jetzt gehen wir rein in die Charts und gucken uns mal an, was da los ist. Hier sehen wir die Reaktion auf die Zahl aus Hubei. Nur Hubei, nicht China insgesamt. Da sehen wir, dass Risk-Off plötzlich der Fall war. Möglicherweise ist es jetzt so, dass die Aktienmärkte, wie ich das schon länger vermute, eben diese ganze Geschichte falsch einschätzen, denken, okay, das ist abgehakt, das können wir knicken. Gestern ja Absage der Mobilfunkmesse, weltgrößte Mobilfunkmesse in Barcelona. Jetzt muss man plötzlich sehen, aha, möglicherweise ist da überhaupt nichts abgehakt. Wahrscheinlich geht die ganze Geschichte erst los, dass der Nasdaq 100, der S&P 500 mit ähnlichem Chartbild 3368 und die Charts, meine Damen und Herren, von wem sind die? Ja, Sie ahnen es. Capital.com. Der DAX dürfte darauf ein bisschen verschnupft reagieren. Das tut er zumindest vorbörslich. 13.730. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,0872 versuchend einen Boden auszubilden. Gold kann zulegen. 1.575 und das amerikanische Kryptoteil geht auch ein bisschen zurück. 51,38 $. Coronavirus ist also jetzt wieder das Thema. Was ist die Botschaft dieser Zahlen aus China? Das ist die große Frage. Die Tragweite, wie gesagt, können wir vielleicht gar nicht erfassen. Wir wissen nicht, was da passiert. Sind es nur neue Diagnostikmethoden angeblich oder muss man jetzt praktisch langsam mit der Wahrheit rauskommen? All das spricht dafür, dass die Zahlen vorher nach unten manipuliert waren, um keine Panik zu schüren, verständlich. Aber es hat mit der Realität nichts zu tun und hat auch zu den Maßnahmen, die Peking faktisch ergriffen hat, nicht wirklich gepasst, diese geringen Zahlen. Jetzt bekommen wir ein realistischeres Bild und die Frage ist, ob auch die Aktienmärkte ein realistischeres Bild bekommen. Jetzt sage ich erstmal Servus und...